Wann wird Spargel gepflanzt? Ja, der wird meist im März rum wieder gepflanzt mit einer Pflanzmaschine. Und wie lange hält eine Pflanze? Das hängt je nach Pflege an, wie die Anlage pflegst und wie man damit umgeht. Die kann bis 10 Jahre ganze Ertrag, oder vom Pflanzjahr bis ganze 10 Jahre stehen, sagen wir so. Ist die Erde noch einmal so feucht, dann kommt sofort die Folie rauf, dass mit der Feuchtigkeit im Damm bleibt. Wie wird geerntet? Wir haben unser Messer hier, was altbewährt ist, sagen wir so. Dann haben wir hier einen V-Schnitt. Die schneiden wir einfach so rein. Und hier kann man sehen, und schneiden dann so durch. Das ist die optimale Länge. Ja gut, der Rest wird noch an der Sortiermaschine dann wieder richtig passend zurechtgeschnitten, gewaschen und dann kommt er nachher so im Laden rein. Wie viel wächst ein Spargel pro Tag? Wenn das Wetter schon warm ist, über 20, 25 Grad aufwärts, kann der 4 bis 5 cm am Tag schaffen. Muss also die Erde muss feucht sein und das Wetter muss mitspielen können. Und der Stechen, man nimmt dann mit zwei Finger so eine Pflanze entlang, dabei so ein bisschen hat, wie der unten wächst. Und dann kann man mit dem Messer so schön ein Zack und rausschneiden, also rausziehen. Siehst du, passt in Länge wieder, bis zur Kerbe so ungefähr. So wie er sein muss. So, nach dem Stechen muss das Durchloch natürlich wieder zu. Mit anklatschen und fertig ist. Und wenn du siehst, müsste hier, oder? Müsste hier die zweite Pflanze schon kommen, siehst du? Das ist da, wo die Erde bricht. Dann könnte man Auswarten mitnehmen. Oder war das noch zwei Tage und nimmst du es dann ernten. So. Und hat auch wieder Länge. Das passt. Wie funktioniert der Schälautomat? Stecken wir es so durch. Immer rein nach. Und hier sind die Sensoren. Wenn eine Spargel hier vorkommt, in der Höhe, geht das Messer zu. Moment, am besten mal durchstecken einmal. Kann man sehen, wenn der Kopf zukommt, die Sensoren, weiß die Maschine sofort, wenn die zuschälen muss und wenn er geschält werden muss. Warum endet die Spargelernte am 24. Juni? Man kann auch schon eher aufhören und muss auch bald eher aufhören, je nachdem, wie die Ernte anfängt. Zumal die Spargelernte dauert in der Regel ungefähr um 8 Wochen. Siehst du, am 1. Mai anfängt, genau 8 Wochen später ist der 24. Juni. Zum Sommeranfang merkt man besser an Tannenbäume, dann fängt der zweite Trieb auch an zu wachsen. So ist das bei Spargel genauso. Da fängt der zweite Trieb an und den darfst du nicht anstechen, weil das ist der Ertrag schon wieder fürs nächste Jahr. Am besten kannst du sagen, mit zwei Fingern. Dann weißt du sofort, wie das sich verhält. Ob es gerade ist oder schräg gewachsen ist. Ja. So. Und was sagt der Profi? Passt.